Basler Zeitung präsentiert Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balchrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Straumann, die Nummer 1 für Zahnimplantate aus der Schweiz. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Topform, Ihr Gesundheitscoach. Und Violje, mehr als Labormedizin. Im Mai haben wir Ihnen eine Operation gezeigt an einem Ungeborenen. Und die Operation hat der Professor Möhli gemacht. Und es ist um Spina Bifida gegangen, also offenen Rücken. Mittlerweile ist das Baby auf die Welt gekommen und wir haben es dürfen filmen. Und wie es ihm geht, das zeigen wir Ihnen später in der Sendung. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Es ist bald wieder Grippezeit und immer stellt sich die gleiche Frage. Nämlich Grippe impfen oder eben doch nicht? Tatsache ist aber, dass jedes Jahr in der Schweiz 1500 Menschen an den Folgen der Grippe sterben und 90% von diesen Menschen sind ältere Leute. Kleine Erholungsfahrt im Garten des Pflegezentrums Gehrenholz. Elsa Truttmann ist froh, sich nach ihrer Grippeerkrankung wieder uneingeschränkt bewegen zu können. Ich kann mich zwar impfen, ich kann mich schon immer impfen, aber diesen Winter hat es einfach nicht genützt. Ich kann mir sagen lassen, es war ein falscher Virus irgendwie. Aber das war streng, da hatte ich recht Schmerzen. Dann hatte ich einfach sehr stark Fieber und Husten, Flüssel. Also so ist manchmal kleine Schmerzen. Also eine Woche bin ich im Zimmer und dann habe ich wieder eine Woche normal arbeiten. Einfach nicht so die Leute. Ja, etwa 3 Wochen. Leider bietet die Grippeimpfung gerade bei älteren Patienten nicht vollumfänglichen Schutz vor Ansteckung und kann zu einem echten gesundheitlichen Problem werden. Wenn denn ältere Menschen krank werden, kann es wirklich sein, dass sie eine längere Krankheitszeit haben, höheres Fieber haben, deutlich mehr Schmerzen, einen insgesamt markanteren Verlauf bis hin zum tödlichen Ausgang. Und das wollen wir natürlich verhindern. Entsprechend wichtig ist die Grippeimpfung auch für das Pflegepersonal. Doch dieses ziert sich. Trotz großer Überzeugungsarbeit der Spitäler und Heime ist man von der empfohlenen Durchimpfungsrate von 75% noch weit entfernt. Wir im Pflegezentrum Gehrenholz haben eine recht gute Impfrate. Wir haben so einen Zeitraum von 3 bis 4 Wochen, auf die wir einzeln auf die Mitarbeiterinnen zugehen. Wir machen es mit Informationen. Wir stehen auch vor dem Personalrestaurant, sprechen einzeln Mitarbeiter an, verteilen auch ein paar Säfte und etwas. Unsere Quote liegt bei über 50%. Wo dieser weit verbreitete Impfverdruss herrührt, dazu wollte sich auch Elsa Truttmann gegenüber niemand konkret äußern. Da habe ich keine Ahnung. Ich habe schon gefragt, aber ich bekomme keine Antwort. Ich weiß nicht, ob es Angst hat oder was. Ich kann es nicht sagen. Für die über 80-Jährige ist jedoch klar, die Grippeimpfung verkürzt die Krankheitsdauer und bekämpft die Symptome. Ich habe einfach das Gefühl, es ist nicht mehr in dieser Stärke, wie es voran war. Ich finde es einfach schön, wenn man nicht so hohes Fieber bekommt. Schon, ich hatte Fieber, aber nicht so streng. Und auch mit den Schmerzen. Also ich würde es immer wieder machen lassen. Grippeimpfung ist also bei Senioren nicht immer ganz so wirksam. Und dann fragt man sich natürlich, wieso soll man sich impfen lassen. Und das weiss sicher einer von meinen beiden Gästen, nämlich der Professor Christoph Berger, der neben der Frau Truttmann sitzt. Warum ist denn die Grippeimpfung nicht so wirksam bei älteren Menschen? Also die Grippe sind 2 Sachen. Das eine hat mit älteren Menschen zu tun und das andere hat nichts mit älteren Menschen zu tun. Die Grippeimpfung schützt vor den Grippestämmen, die im Impfstoff enthalten sind. Und es sind nie alle Grippeimpfstämme im Impfstoff enthalten. Und wenn der nicht drin ist, schützt es egal wie alt die Person nicht, die sich impfen lassen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass
das Immunsystem der älteren Personen weniger gut reagiert auf die Grippeimpfung als bei einem jungen Gesunden. Mhm. Und das ist ein Problem, das wir haben, weil die älteren Personen haben ein höheres Risiko für die Grippe, aber man kann sich etwas weniger gut schützen. Aber man kann sie schützen. Es nützt immer noch bei einem guten Teil. Schützt es. Ja, und Sie würden es trotzdem empfehlen, die Impfung zu machen? Fall. Auf jeden Fall. Haben Sie sich, Frau Truttmann, können vorstellen, dass Grippe so schlimm ist, wie Sie sie erlebt haben? Man hat sich schon vorgestellt, aber man hat es nicht wissen, dass es so schlimm werden kann. Gell, Sie? Und besonders, weil ich wirklich geimpft war. Ja. Haben Sie denn auch gedacht, Sie könnten sterben daran? Nein. Das habe ich nie gedacht. Mhm. Aber ich hatte etwa mal ein gutes Gefühl. Was sind denn die Komplikationen der Grippe? Die sind schwere Lungenentzündungen bis hin zu natürlich Spitalaufenthalt, zu Intensivstationen, zu Beatmungen und Todesfällen. Ja. Also viel in der Schweiz, jedes Jahr. Eben. Und jetzt wollen wir noch die Symptome der Grippe wissen. Das ist ja nicht das gleiche wie eine normale Verkältung. Wir haben sie hier aufgeführt. Wie merkt man, dass man Grippe hat? Bei einer Grippe haben sie auch eine verstopfte Nase, haben sie auch Husten, sie haben Höchfieber, sie haben Gliederschmerzen, sie sind krank, sie bleiben von selber im Bett. Tun Sie sich sonst noch irgendwie schützen, wenn die Grippezeit ist? Ich versuche nicht in die Menschenmenge hineinzugehen, nach Möglichkeit. Ja. Aber das ist eben ein bisschen schwierig in einem Heim. In einem Heim. Das sind wir immer in einem Haufen. Wie weit muss ich eigentlich weg sein von jemandem, damit ich mich nicht anstecke? Also Grippeviren werden ja übertragen, wenn wir reden oder niesen oder husten. Und so weit wie die Tröpfchen, die hier rausgehen, kommen, so weit kann es übertragen werden. Und wenn sie da mehr als 1 bis 2 Meter weg sind, ist das Risiko viel kleiner, als wenn sie in den Kreis reingehen. Ja. Und wie lange ist man ansteckend, wenn man Grippeviren hat? Man ist am meisten ansteckend in der Zeit, wo man viel niest und hustet. Dann hat man viele Viren und verteilt die. Aber perfiderweise schon 1 bis 2 Tage, bevor man richtig krank ist. Und wenn es einem besser geht, nimmt die Ansteckungsgefahr ab. Das ist so. Am höchsten wären 4 bis 5 Tage. Frau Truttmann, können Sie sich noch gegen etwas anderes impfen wie gegen Grippe? Nein, sonst habe ich nicht. Sonst haben Sie nicht. Aber es gibt verschiedene Impfungen, die sinnvoll sind für ältere Leute. Wir haben auch ein Slide vorbereitet. Was ist zu empfehlen, Herr Berger? Also das ist sicher die Grippeimpfung, die zu empfehlen ist. Und die ist, eben, weil die Viren sich verändern, jedes Jahr zu empfehlen. Das ist ein bisschen ungünstig bei dieser Impfung. Aber das muss man jedes Jahr machen, wenn man sich schützen will. Es ist wichtig, dass Sie einen Tetanusschutz haben, Starkrampf, auch im Alter. Und dort ist es empfohlen, dass ältere Leute das alle 10 Jahre wieder auffrischen, dann haben sie einen guten Schutz. Mhm. Also auch für Frau Truttmann in ihrem Alter wäre das sinnvoll? No. Wir haben noch andere Lungenentzündungen, Pneumokokkenimpfung. Pneumokokkenimpfung ist vor allem für die, die eine Grundkrankheit haben, die wegen dem ein höheres Risiko haben für so eine Pneumokokkenlungenentzündung, ist empfohlen, dass man das macht. An sich altersunabhängig, aber im höheren Alter noch. Ist das Risiko noch grösser. Das ist aber einmalig. Genau. Und Keuchhusten, das ist auch noch wichtig. Keuchhusten ist für jedermann unangenehm, aber für die kleinen Säuglinge, also die Kinder jünger als ein Jahr, ist es gefährlich. Und es ist gut, wenn zum Beispiel eine Grossmami oder ein Grosspapi sich auch gegen Keuchhusten impfen, wenn sie den Enkel hüten. Mhm. Starkrampf, das haben wir schon besprochen, aber Diphtherie ist noch eine, wo man Diphtherie sagt, ist in der Schweiz nicht ein riesiges Problem. Diphtherie macht Halsweh und kann zu schweren Toxinbildungen und kann auch lebensgefährlich sein. Das ist in der Schweiz nicht verbreitet im Moment, weil die meisten geimpft sind. Üblicherweise impft man das zusammen mit dem Starkrampf. Mhm. Und das war es eigentlich schon für allgemeine Impfungen. Darum nimmt mich noch Wunder, Frau Truttmann, wie ist das Leben in einem Heim, in einem Pflegeheim? Es ist schwierig, aber es ist auch sehr schön. Es ist auch schön. Sehr nette Menschen kennen, die Pflegerinnen, die einem helfen. Und auch wenn man mal ein Tief hat, kommen sie und richten zusammen wieder auf. Ja. Und heute, ich kann nichts mehr machen. Da bin ich dankbar um die Menschen, die sich kümmern um mich. Und das ist das schön. Machen sie. Und es ist schön, dass Sie bei uns in der Sendung sind. Frau Truttmann, herzlichen Dank. Und auch Ihnen, Herr Berger. Danke, Dankeschön. Vielmals. Danke auch.
Für Sie haben wir auf unserer Webseite den schweizerischen Impfplan aufgeladen. Sie können dort also schauen, was sinnvoll ist. Und neben dem normalen Impfbüchlein gibt es jetzt die Möglichkeit von einem elektronischen Impfpass. Ob das etwas für Sie ist, können Sie gerade selber beurteilen. Die abgelaufenen Standardimpfungen termingerecht aufzufrischen, daran denkt kaum die Hälfte der Bevölkerung. Zumal die Papierausweise bei Bedarf meist unauffindbar bleiben. Der schweizerische elektronische Impfausweis kann hier Abhilfe schaffen. Der wichtigste Vorteil ist sicher, dass Impfungen, die einmal gemacht wurden, nicht mehr vergessen gehen. Auch ist es so, dass der elektronische Impfausweis einem Erinnerungen schicken, wenn wieder Impfungen fällig sind. Und jeder, der den Impfausweis benutzt, hat sofort einen Überblick über die Impfungen, die er noch haben sollte. Um einen digitalen Impfausweis zu erstellen, kann man mit wenigen Klicks kostenlos auf meineimpfungen.ch ein persönliches Konto eröffnen. Es fragt nach durchgemachten Krankheiten, medizinischen Risiken und geplanten Reisen. Geben Sie einen Benutzernamen ein, auf einer Seite ein neues Dossier. Da können Sie Ihre Personalien eingeben und dann auf Speichern drücken. Auf der nächsten Seite sind die bereits durchgemachten Krankheiten, besonderen Gesundheitsprobleme und allfälligen persönlichen Risiken einzutragen. Sie kommen jetzt auf eine Seite, wo Sie die Impfungen, die in Ihrem Papierausweis eingetragen sind, können in elektronischen Impfausweis übertragen. Sie können aber auch Ihren Arzt bitten, das für Sie zu tun. Oder wir haben ein spezielles Expertenteam, das die Aufgabe für Sie übernehmen kann. In der Rubrik «Impfcheck» sind die vollständigen Impfungen mit einem grünen Punkt versehen. Rot bedeutet, dass die Impfung überfällig ist und aufgefrischt werden sollte. Vor Reisen können Nutzer zusätzlich klären, welche Impfungen ratsam oder gar erforderlich sind. Und auch für die Datensicherheit ist gesorgt. Der schweizerische elektronische Impfausweis erfüllt sämtliche schweizerische Datenschutzbestimmungen. Zudem werden Daten in der Schweiz auf einem Server am Zürichsee abgespeichert. Vom elektronischen Impfpass gibt es auch noch, oder Impfausweis wäre die richtige Bezeichnung, auch noch eine App. Herr Degranchon, für was ist die App? Also die Idee der App ist, dass man auch Zugriff hat auf seine Impfdaten, wenn man mal nicht daheim ist, wenn man beispielsweise in den Ferien ist. Nehmen wir mal an, Sie sind in der Ferien, haben das Pech, dass Sie einen Autounfall haben. Dann stellt sich die Frage nach einer Tetanusimpfung. Wer weiß schon, wenn er die letzte Tetanusimpfung gehabt hat? Man kann ganz einfach über die App weltweit, man hat überall Internet dort, kann man zugreifen auf die Daten und das einem behandelnden Arzt dann auch zeigen. Ja. Wer hat denn alles Zugriff auf diese Daten? Jeden Arzt oder muss ich das bewilligen? Nein, der Zugriff wird gesteuert durch einen Patienten allein. Also allein der Patient sagt, welche Ärzte das Zugriff sollen haben oder welche Fachpersonen, da gehören auch die Apotheker dazu, das sollen Zugriff haben auf seine Daten. Mhm. Und die Hausärzte, wenn sie jetzt alle die Daten von allen Patienten übertragen, ist eine riesige Arbeit. Das ist sicher eine grosse Arbeit. Allerdings haben wir auch festgestellt, dass geschulte medizinische Praxisassistentinnen in der Regel nicht mehr als 3 bis 5 Minuten haben, für die alten Daten zu übertragen. Wenn man das aber trotzdem nicht erbringen kann, haben wir an der Uni Genf ein Expertenteam, das nennt man DataWag, installiert. Die übernehmen das für einen, kostet 10 Franken. Aber ich denke, das ist ein Betrag, der für die grosse Arbeit sicher angemessen ist. Und 1 Franken kostet die App. Kann ich die Daten eigentlich auch ausdrucken? Man kann die Daten ausdrucken, allerdings kann man sie nur ausdrucken, wenn die Daten von einem Arzt sind überprüft worden, wir sagen dann validiert worden sind. Das ist nötig, für das Dokument, ein offizielles Dokument, das auch vom Bundesamt für Gesundheit und eben von anderen Gesundheitsbehörden anerkannt wird, dass es zu dem wird. Heute kann man sich ja in der Apotheke impfen lassen. Wer darf sich impfen und was für Impfungen sind möglich? Also es ist so, dass erstens einmal die Impfungen in den Apotheken kantonal geregelt sind. Es gibt da also Unterschiede. Generell kann man sagen, dass die Idee ist, dass gesunde Erwachsene dort sollen, geimpft werden sollen. Kinder eher nicht, kranke Personen eher nicht. Mhm. Danke schon vielmals, Herr Degranchon, für die spannenden Informationen.
Ende Mai war der Professor Martin Mäuli bei mir in der Sendung. Er ist ein Koryphäe für Operationen am Ungeborenen. Und er hat uns gezeigt, wie er ein Baby im Mutterleib operieren tut, wegen Spina bifida, also offenem Rücken. Mittlerweile ist das Baby auf die Welt gekommen. Und wie es ihm geht, das sehen Sie jetzt gerade. Wir haben es nämlich dürfen filmen im Kinderspital Zürich. Das ist die kleine Malia. Sie kam Anfang April per Kaiserschnitt auf die Welt. 5 Wochen vor dem eigentlichen Geburtstermin im Juni. Ich hatte am ersten Tag nach der OP schon Wehen. Und die wurden auch nicht besser und eher immer stärker. Und irgendwann kam es dann halt zum Blasensprung. Und dann habe ich noch 3 Tage ausgehalten. Wir haben noch 3 Tage ausgehalten. Und dann ist die Tokolyse, also der Wehenhemmer, hat nicht mehr ausgereicht. Die Wehen waren zu stark. Muttermund hat sich geöffnet und die Geburt war nicht mehr aufhaltbar. Und dann musste sie ganz rasch geholt werden. Ne? Ängste und Sorgen waren die ganze Zeit da, aber zum Schluss konnte ich gar nicht mehr. Zum Schluss hatte ich so viele Schmerzen und keine Kraft mehr. Und dann habe ich auch gesagt, jetzt muss sie geholt werden. Es geht leider nicht anders. Und sie hat ja mitentschieden und sie wollte dann auch raus. Und dann war es soweit. Das Frühchen wog nur 1,5 Kilo und war 40 Zentimeter groß. Nach der Geburt hat sie, glaube ich, ein bisschen Atemunterstützung gebraucht, aber keinen Sauerstoff. Das hat aber ungefähr 1 Tag gedauert, dann war das schon wieder weg. Am Anfang konnte sie die Temperatur noch nicht ganz regulieren, da war sie dann im Inkubator. Ein typisches Frühchenproblem, halt diese Sättigungsabfälle, auch im Schlaf. Und die sind mittlerweile ganz gut geworden, beim Trinken allerdings noch nicht. Also das braucht einfach noch ein bisschen, da ist die Koordination zwischen Trinken, Atmen, Schlucken halt noch nicht ganz ausgereift. Genau, sobald du das ganz kleine Maus... Nee, dürfen wir nach Hause. Ja. Vorerst macht das inzwischen 7 Wochen alte Baby seinen ersten Ausflug. Ein Besuch bei Professor Martin Mäuli steht an. Er hatte im vergangenen März Malia noch im Mutterleib am offenen Rücken operiert. Damit konnte der Pionier der Fötalchirurgie gravierende Fehlbildungen wie eine Querschnittslähmung, Inkontinenz und einen Wasserkopf verhindern. Wir haben eine sehr gute Gesamtsituation, in dem im Köpfli kein Wasserkopf vorhanden ist. Also das Kind geht nicht irgendwie auf eine Schöntoperation, eine Vernebelungsoperation zu. Wir haben eine normale Blasenentleerung, normale Stuhlsituation, sowohl von der Beobachtung wie auch apparativ. Man hat da verschiedene komplizierte Untersuchungen gemacht, die zeigen, dass die Blase normal funktioniert, was extrem erfreulich ist. Und wir haben auch von der neurologischen Seite, was die Beine angeht, sehr gute Situation, in dem das Kind Hüfte, Knie, Sprunggelenke bis hinunter zu allen 10 Zehen spontane Regeln regelmäßige, runde, harmonische Bewegung zeigt, so wie das gesunde Poppy auch zeigen. Also besser, als was wir quasi jetzt vorliegen haben auf den 3 möglichen Problemebenen, nämlich Köpfchen, Blase, Darm und Beine. Besser, als wie es die Malia heute zeigt, kann es nicht sein. Also die Beinbeweglichkeit war halt von Anfang an da, das haben wir ja wunderbar gesehen. Auch bis in die Zehen alles wunderbar. Wir haben sie schon im Strahl pieseln sehen, was uns sehr gefreut hat. Windel ist immer schön voll. Malia wiegt inzwischen knapp 3,5 Kilo und ist fast 50 Zentimeter groß. Nun ist die junge Familie nach Norddeutschland zurückgekehrt. 3 Monate waren Sarah Berndt und Jörn Witte im Spital in Zürich. Ja, ich glaube, es wird einfach demnächst tatsächlich Zeit, mal das wirklich Elternsein in Flensburg, dass dieses Kapitel geöffnet wird. Dass man wirklich mal als Familie ohne Monitor mit der kleinen Maus einfach nur zu Hause in Flensburg ist und dann einfach das tägliche Elternsein mal genießen kann. Ältere Menschen leiden unter Osteoporose, also Knochenschwund. Und dann brechen Knochen leichter. Die Frage ist, wie kann man den Knochenabbau verhindern? Seilekumpe, hilft deinen Knochen? Wir sind hier in der Topfarm Apotheke Gellert, die Apotheke mit dem Drive-In in Basel.
In jungen Jahren kann man sich einen Knochen vorstellen wie der Schwamm, fest und dicht. Leider sehen wir oft, dass die Knochen im Alter so werden. Das nennt man dann Osteoporose. Vor allem Frauen ab der Menopause sind betroffen, weil ihr Hormonspiegel runtergeht. Also was sie machen können, um den Knochenabbau zu bremsen, das ist sicher mal sich gesund ernähren. Kalziumreich, das heisst Milchprodukte, Mineralwasser, wo viel Kalzium haben, bewegen und an die Sonne, wo Vitamin D tut, in ihrem Körper aufbauen. Zusätzlich empfehle ich jeder Frau ab 40 eine Tablette Calcium mit Vitamin D einzunehmen täglich. Übrigens, die Schläge, die entstehen beim Seilgumpen, bauen ihre Knochen auf. Heute haben wir über Grippeimpfung und andere Impfungen von Seniorinnen und Senioren geredet. Und wenn Sie etwas verpasst haben, kein Problem. Sie können unsere Sendung jederzeit auch auf der Webseite anschauen. Und jetzt sind wir am Ende der Sendung. Dankeschön fürs Zuschauen. Bleiben Sie gesund und adieu miteinander. Was braucht es, damit das Lebensende sanft wird? Wo gibt es Hilfe? Nächste Woche sprechen wir über Neuheiten in der Palliativcare. Basler Zeitung zeigte: Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balchrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Straumann, die Nummer 1 für Zahnimplantate aus der Schweiz. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Topfarm, Ihr Gesundheitscoach. Und Viogy, mehr als Labormedizin.